Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich nicht zuletzt Eglat. Das Jahr 2019 neigt sich nun in schnellen Schritten seinem Ende entgegen. Zeit, um noch einmal zurückzublicken auf das, was war, auf das, was uns im vergangenen Jahr bewegt hat, auf freudige Ereignisse, auf Trauriges. Blicken wir gemeinsam zurück auf das, was uns aufgeregt, begeistert hat und auf das, was uns zusammengebracht hat in diesem sehr ereignisreichen Jahr. 2019. Was war das für ein Jahr? Ein Jahr voller Specials und Ereignisse. Voller specialhaftiger Special Events. Schon zu Beginn des Jahres, schon im Januar, ging es auf diesem Kanal hoch her mit Minecraft Story Mode 2. Wie sich später herausstellen sollte, das letzte Abenteuer dieser Serie. Mit diesem Projekt starteten wir in das neue Jahr. Auch eine kleine Winterpause musste sein. Nach dem vollgepackten Dezember 2018 war die Winterpause ein Muss. Das Let's Play der ersten Jahreshälfte Pokémon Let's Go Evoli brachte das Pokémon-Franchise zurück auf diesen Kanal. Ende Januar, Anfang Februar startete Minecraft Arnor in eine neue Runde und auch neue Let's Tests, wie das Spiel Katamari Damashi, durfte nicht fehlen. Mit einem neuen Let's Play Together Projekt begann der Monat Februar. Online Multiplayer mit dem 4-5 Squad. Statt Landfluss Online zunächst, später Scribble.io und Cards Against Humanity. Und schließlich über das Jahr verteilt viele Folgen Human Fall Flat zusammen mit Mordi, Ninenein, Takeru und dem Professor der Gamertologie. Der Go Hack Yourself Day am 14. Februar musste natürlich mit einem entsprechenden Special geehrt werden. Kurz darauf begann das Let's Play des Spiels The Lego Movie Video Game. Der alljährliche YouTube-Geburtstag, mein drittes YouTube-Jubiläum dieses Jahr, rundete den zweiten Monat ab. Der Monat März hielt nicht nur ein neues Streaming-Projekt namens Bergfest Audience für mich und für euch bereit, sondern auch ein großes. Nein, man kann und man muss es wirklich gigantisch nennen. Ein gigantisches Thema bereit. Schon im Februar und Januar bewegt ganz YouTube ein Thema, das im März des Jahres 2019 seinen gigantischen Höhepunkt nehmen sollte. Die Rede ist von nichts Geringerem als Artikel 13 und der Urheberrechtsreform des Europäischen Parlaments. Bereits im Februar war ich sehr aufmerksam den online gestreamten Demonstrationszügen um Artikel 13 in Köln via Internet gefolgt und rief Ende Februar selbst in einem kleinen zusammengeschnittenen Video zur Demonstration auf. Am 9.3. war es dann soweit. Die erste Demonstration gegen die geplante Urheberrechtsreform in Magdeburg mit über 1000 Demonstranten in der Magdeburger Innenstadt. Und ich lief mit, zeichnete das Ganze selbstverständlich für euch auf Video auf und gab dem Thema auch auf meinem Kanal Relevanz. Am 17. März durfte ich mein erstes Interview veröffentlichen. Ich interviewte für meinen Kanal Philipp Janowitz, den Hauptorganisator der Demonstrationen für Magdeburg. Und am 23.3. war der große Tag gekommen. Europaweite Proteste gegen die geplante Urheberrechtsreform rund um Artikel 13. Wofür ich extra nach Berlin reiste,
um bei dieser großen Demonstration mitzumachen. Etwa 200.000 Demonstranten liefen an diesem Tag deutschlandweit, europaweit noch einige mehr, durch die Straßen, um gegen Zensur und für ein freies Internet zu kämpfen. Auch in Berlin nahm die Demo gigantische Ausmaße an. Selbst die klassischen Nachrichten, TV und Zeitungen berichteten letztendlich darüber. So demonstrierten im Berliner Regierungsviertel an diesem Tag über 30.000 Menschen, inklusive Zwergfürst, gegen die Regulierungswut des Europäischen Parlaments, gegen Artikel 13 und fortfolgende, später umbenannte. Auch als im April nur noch wenige Demonstranten auf den Straßen waren. Zuletzt marschierte ich mit gerade noch mehr als 20 Demonstranten durch die Magdeburger Straßen. Ich kann ohne Trug behaupten, wir hätten bis zuletzt gekämpft und auch, als die Lage aussichtslos schien, noch weiter demonstriert. Letzten Endes wurde dann der umstrittene Paragraph und die Urheberrechtsreform mit bedrückend knapper Mehrheit, trotz allgemeinem öffentlichen Protest, beschlossen. Trotzdem ist eines ganz klar geworden durch diese Proteste: Wir Neuländer wissen uns zu wehren, wenn es um unsere Rechte geht, und können laut sein, mobil machen gegen Zensur. Und wir lassen uns auch von skandalösen Vorwürfen und Beschuldigungen seitens der konservativen Politik nicht einschüchtern. Und ein YouTuber mit blauen Haaren und ein Video voller Fakten gegen eine Partei reicht aus, damit sich diese ganz von selbst zerstört, von innen heraus selbst zerlegt. Das Internet vergisst nie. Das Internet ist alles andere als wehrlos. Ja, Artikel 13 hat uns in diesem Sommer, in diesem Frühjahr sehr bewegt. Und ihr merkt schon, ich spreche jetzt langsam frei. Ich habe diese Rede nur zu einem bestimmten Punkt geschrieben. Das muss ich leider an dieser Stelle auf den Grund geben. Schauen wir also auf den Monat April. Anfang des Monats Aprils endete dann auch der bereits erwähnte Minecraft Story Mode Season 2, der zweite Teil des Minecraft Story Mode Projekts. Und leider, 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 man bereut es immer noch, der letzte Teil dieser Saga muss das leider in diesem Jahr zu Ende gehen. Bald standen dann auch schon die Wahlen an, die dann ja erst im Mai dran sein sollten, aber das muss dann natürlich dann auch im April schon dementsprechend angeteasert werden und auch auf meinem Kanal selbstverständlich nach der Artikel 13 Debatte. Dann war das ein Ding, was einfach noch mitgenommen werden musste. In einem Video mit dem Titel Wahlplakat gucken in Leipzig, geführt von dem Hashtag Geht wählen. Und damit begann eine weitere Reihe des immergrünen Videoprojektes Zwergenfürst wählt. Auch dieses Jahr zur Europawahl und zur Sachsenwahl 2019 wieder aktiv. Mit Scribble.io ging es im 4.5. Discord weiter. Wir hatten es bereits erwähnt. Und auch Pokémon, die gelbe Edition, wurde ab dem Monat April fortgesetzt. Der Monat April griff auch dieses Projekt wieder auf. Das 2018er Projekt Pokémon Gelbe Edition im Let's Play. Ein Projekt, was ich jetzt ganz überblättert habe,
Quatsch, ein Video, das ich jetzt ganz überblättert habe, ist natürlich das erste April-Video, das ich dreisterweise in diesem Jahr als April-Scherzhoch genannt habe. Ein April-Scherz am 1. April. Was denkt man sich? Am 1. April lud ich ein Video hoch, in dem ich einen Titel schon schrieb, ich höre auf mit YouTube. Diesen Scherz, diesen durchaus sehr schlechten Scherz, wollte ich zum 1. April einmal bringen und mit diesem kleinen Scherzvideo schickte ich euch auch dann in den Monat April. Auch im April wurde abgerechnet. Jetzt wird abgerechnet mit Blackburn Oral EP und später dann mit dem lieben Prof. Hashtag Ekelodem gegen Zensur, auch unter diesem Hashtag wieder unterwegs. Ostern näherte sich schon wieder und es kam auch ein kleines Osterspecial, wenn ich das richtig sehe, diesem kleinen Zeitlock Nummer 30. Ja, ein kleines Zeitlöckchen zum Osterfest. Auch die Dwarf News sind alle Jahre wieder ein Projekt, ein Videoformat, das natürlich nicht unerwähnt bleiben darf. Die Nachrichten, wenn man es so haben will, für meinen YouTube-Kanal, in dem die Projekte des Monats vorgestellt werden. Auch das natürlich auch im Monat April und auch in den vorhergegangenen Monaten ordentlich vertreten. Ende des Monats April durfte ich ein weiteres großes, naja, für meine Verhältnisse großes Abonnenten-Special feiern. Zum Anlass des 200 Abonnenten-Specials schaute ich mir mein allererstes Video auf YouTube an, das nun jetzt schon 4 Jahre alt ist und ja, macht ein kleines React-To zu meinen Anfängen auf YouTube. Anfang des Monats Mai ging die Sache mit der Europawahl, mit den Wahlomaten, mit dem Format Zwanenfürst wählt in eine finale Runde und ja, wie schon erwähnt, den Wahlomaten und dieses Jahr auch ein neues Letztest auf dem Kanal, den Wahlswiper zur Europawahl 2019. Und auch Minecraft Arno blieb nicht ganz verschont von Themen zur Europawahl 2019. Let's Play Deponia sollte dieses Jahr diesen Kanal neu beleben mit einem kleinen Tutorial, mit einem Part 0. Startet dieses Let's Play am 1.6.2019 auf diesem Kanal. Also schon im Juni. Da wären wir schon im Juni angekommen. Hier wahrscheinlich vorproduziert, wenn ich das richtig sehe. Ja, sind hier ein wenig, habe ich dann natürlich ordentlich vorproduziert. Dann erst im Juni veröffentlicht. So ist das hier bei mir. Noch im Mai ein kleiner Special Part von dem Projekt Pokémon Let's Go Evoli mit meiner Schwester, mit meiner größeren Schwester. Zwei habe ich. Zwei sind da an der Zahl. Mit meiner größeren Schwester habe ich einen Part Pokémon Let's Go Evoli aufgenommen, den ihr ab dem 20.05.2019 sehen durftet. Da wurde dann ein Part rausgehauen, in dem ich gemeinsam mit meiner Schwester. Nun ja, es hatte ein wenig was mit Pokémon Go zu tun und da haben wir gemeinsam mal einen Part moderiert. Und dann war es am 26.05.2019 soweit mit einem
kurzen Aufruf zur Europawahl 2019 rief ich auch nochmal dazu auf, geht wählen. Gerade nach der Artikel 13 Debatte. Man kann es auch in diesem Jahresrückblick nicht oft genug erwähnen. Es war ein Thema, was dieses Jahr bewegt hat, wie nichts anderes. Nach diesem Thema war es umso wichtiger, dazu aufzurufen, zur Europawahl zu gehen, mit einem kleinen, vielleicht auch ein bisschen patriotisch angehauchten Videoaufruf, der immerhin 47 Aufrufe auf meinem Kanal erhielt, bis heute. Ja, stimmte ich die Europawahl ein, brachte ich auch die Europawahl auf meinem Kanal zu einem Thema. Am 11. Juni 2019 ging es für euch nach Hamburg, also für mich ging es nach Hamburg, ihr durftet mich da begleiten. Ein Video dazu, ein kleiner Sidelog dazu, kam am 11.06. online. Und ich nahm euch in diesem Video mit zu meiner Reise nach Hamburg in die Hafenstadt und auch ein klein wenig zu dem, was ich davor hatte. Ich besuchte das Musical Der König der Löwen in Hamburg und auch im 4.5. Discord ging es im Juni weiter mit Karten gegen die Menschlichkeit. Cards Against Humanity, das Projekt. Auch ein eher kleineres Projekt dieses Jahres. Ein Projekt mit dem wunderschönen Titel Zwischendurch Dings. Ein sehr kreativer Name. Fand im Monat Juni seinen dritten Teil. Die Monate zuvor wurden dementsprechend die anderen zwei Parts veröffentlicht. Ein wenig Online-Gaming für zwischendurch. Und natürlich alle Jahre wieder, auch im Sommer 2019, eine kleine Sommerpause. Dies wurde natürlich auch wieder mit einem kleinen Trailer angekündigt. Vom 1. bis zum 21. Juli befand sich dieser Kanal in der Sommerpause. Ja, in dieser Zeit wurden auf meinem Kanal keine Videos geuploadet. Es wurde ein wenig ruhiger auf meinem Kanal. Und in dieser Zeit habe ich die Sommerpause ein wenig genutzt, um mich mal ein wenig zurückzulehnen und zu entspannen. Um auszuspannen. Ja, mal wieder mit etwas anderem voranzukommen als den YouTube-Videos-Produktionen. Ja, die Sommerpause nutze ich gerne auch für andere Dinge, um mal ein wenig Abstand von YouTube zu bekommen. Nicht, dass man sonderlich viel Abstand von YouTube bräuchte. Ich mache das hier wirklich alle Jahre wieder gerne, aber eine Sommerpause tut mir jedes Jahr wieder gut. Und so war es auch dieses Jahr wieder schön, eine Sommerpause durchgeführt zu haben. Nach der Sommerpause ging es dann gleich weiter mit dem ersten Part, mit dem Beginn des großen Projektes, das letztendlich bis über das Jahresende hinaus noch gehen sollte. Human for Flat mit dem 4.5 Discord, da begann etwas, was sich bis ans Ende des Jahres und darüber hinaus ziehen wird. Ja, da verrate ich euch etwas, was ihr noch gar nicht wisst, hier exklusiv in diesem Jahresrückblick für die Leute, die dran geblieben sind. Es geht bis über dieses Jahresende hinaus. Das werdet ihr im Januar, zumindest am Anfang des Januars, noch ein wenig zu Kosten kriegen. Da dürft ihr noch ein wenig Human for Flat kosten. Auch ein Projekt, was nach der Sommerpause eingeführt wurde. Ja, nach der Sommerpause kommt einiges Neues. Ein kleiner Ausgleich dafür, dass ihr eine Weile ohne neue Videos auskommen musstet. Das neue Projekt Randall's Monday.
ein doch eher unbekannteres PC-Spielprojekt, was doch relativ viele Parts im Monat Juli bekam, den Monat Juni Aufmerksamkeit schenkte. Ja, der Monat Juni gehörte dem Projekt Vinyls Money quasi. Und auch aus meinem Sommerurlaub in Kiel brachte ich euch einen kleinen Videolog-Bericht und ja, in einem Setlog Nummer 32 mit dem Titel Sommerurlaub in Kiel, Sightseeing und mehr. Ich mit meinen Wortspielen, das bringt mich noch irgendwann Kopf und Kragen. Ja, jedenfalls ein kleiner Vlog von meinem Sommerurlaub. Auch da habe ich euch wieder dran teilhaben lassen. Mit einem kleinen Vlog. Mein Urlaub aus der Hafenstadt. Aus einer weiteren Hafenstadt. Supermarket Party war auch natürlich in diesem Monat wieder vertreten. Und die Dwarfnurs feierten im August dann, da wären wir schon im August drin, im August feierten die Dwarfnurs ihren dritten Geburtstag. Und zum Anlass des dritten Geburtstages haben wir uns im 4-5-Discord zusammengetan und zu viert, ja, zu viert ein kleines Dwarfnuss Special gemacht. Zu viert haben wir die Dwarfnuss für den Monat August moderiert. Auch im Monat August durfte der Wahl-O-Mat und auch der neu kennengelernte Wahlswiper nicht fehlen. Zur Sachsenwahl 2019 habe ich den Wahl-O-Mat natürlich noch einmal angeschmissen und euch das dann nochmal präsentiert. Mitte August freuten wir uns dann schon auf diesem Kanal auf das baldige Erscheinen eines neuen Pokémon-Projekts. Auf Pokémon Schwert und Schild in einem Pokémon Let's Go Evoli Part, um genau zu sein, in Pokémon Let's Go Evoli Part 38 redete ich schon ein wenig über Pokémon Schwert und Schild, was dann letztendlich der Nachfolger zu Pokémon Let's Go Evoli werden sollte. Das Projekt Pokémon Schwert. Und auch in Minecraft Anor freute man sich auf ein neues Projekt. Eher auf eine neue Aktion. Man nennt es lieber eine Aktion. Da haben wir schon so ein wenig Organisatorisches vorbereitet in Minecraft Anno Part 75, wer es nachschlagen will, haben wir uns organisatorisch schon auf die Gamescom 2019 vorbereitet, die natürlich nicht unweit entfernt dann am, ich glaube, am 23.8. in Köln für mich stattfinden sollte. Wenn mich nicht alles täuscht, war ich dann am 23.8. in Köln unterwegs und am 26. August dieses Jahres kam dann auch ein von euch wirklich sehr gern gegucktes Video zu dem Gamescom dieses Jahr. Oh nein, mein erstes Mal auf der Gamescom. Da habe ich mich das erste Mal dieses Jahr hingewagt. Und das erste Mal auch einen kleinen Sidelog von der Gamescom gebracht. Wirklich ein wundervolles, großartiges Sidelog-Projekt und auch eine Erfahrung, die ich nie wieder missen möchte. Da habe ich es auch schon in diesem Video angekündigt. Fürs kommende Jahr kann man sich schon auf etwas freuen. Da werde ich mich bemühen, auch im Jahre 2020 wieder auf der Gamescom unterwegs zu sein. Da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Und das war 2019 ein großartiger Höhepunkt des Jahres. Einer der großen Höhepunkte des Jahres. Und nun ja, man sieht es gerne wieder. Höhepunkte, die man hatte im vergangenen Jahr, will man im nächsten Jahr nicht missen. Auf der besagten Gamescom 2019 lernte ich auch ein Entwicklerstudio kennen, ein Indie-Entwicklerstudio, und schloss ein Spiel, das auf dieser Gamescom vorgestellt wurde,
an dem Entwicklerstand ins Herz und am 31.08.2019 veröffentlicht, wenn ich das hier richtig sehe, ein weiteres Netztest zu einem Indie-Game namens Gravity Lay 981 oder 981 oder ich bin mir gar nicht sicher, wie man das ausspricht. Jedenfalls ein paar Zahlen hinter dem Gravity Lay. Ein großartiges Indie-Game, wie ich es finde, das ich auf der Gamescom schon anspielen durfte und dann auch im Netztest auf dem Kanal gebracht habe. Wirklich, wirklich sehr sehenswert, auch dieses Netztest. Vielleicht 2020 als Let's Play-Projekt. Wir werden mal sehen. Zu den Vorausblicken aufs nächste Jahr werde ich gleich noch kurz kommen. Da werde ich gleich noch ein paar Sachen sagen. Wenn ihr das sehen wollt, bleibt dran. Haltet den Jahresrückblick durch und dann machen wir noch ganz kurz einen Jahresvorausblick. Viel kann ich euch zum nächsten Jahr noch nicht sagen, aber ja, erstmal ging es 2019 im August weiter mit einem, nein, es ist schon der 9., der September 2019. Begonnen natürlich mit einem neuen Part, Pokémon Y. Ja, das Projekt Pokémon Y war dieses Jahr eher weniger vertreten, aber es war auch vertreten. Nun ja, bin ich dieses Jahr natürlich auch nicht nur mit meinem Kanal gealtert, sondern auch körperlich ein wenig gealtert. Naja, gut, also das klingt, ich will es jetzt nicht so klingen lassen. Ich habe erst das sanfte Alter von 23 Jahren erreicht. 22. Ich denke schon ans Jahr 2020. Ich bin schon mit dem Kopf voran im nächsten Jahr. Verzeiht. 22 bin ich erst geworden. Ein junges, sanftes Alter. Schon wieder hatte ich Geburtstag und schon wieder kam ein kleines Special. Ja, ein kleines, aber feines Special zu meinem echten Geburtstag. Nicht zu meinem YouTube Geburtstag, zu meinem YouTube-Kanal Geburtstag, sondern zu meinem wirklichen, zu meinem im Monat meines Geburtsdatums. Auch Super Mario Maker 2 durfte mit Levels aus aller Welt und mit dem Abenteuermodus im Monat September Beachtung finden. Human Fall Flat natürlich und selbstverständlich nur mit dabei. In Super Mario Party ging es schon langsam in die finalen Züge, auch wenn das Monday wieder vertreten. Und Minecraft Anno, die Klassiker als jemand vertreten. Und für den Oktober, wenn wir jetzt wieder übergehen in den Oktober, weitere Dwarf News, wie selbstverständlich jeden Monat wieder. Der Oktober eigentlich das Größte, das Erwähnenswerteste im Oktober. Das Halloween Special mit ein paar letzten Parts von Luigi's Mansion 2 und auch ein bisschen Grusel, ein bisschen Horrorgrusel in Layers of Fear Legacy für die Switch. Pokémon Let's Go Evoli nahm ein Ende und ging langsam seinem Ende entgegen. Ein paar letzte Parts wurden hochgeladen mit Part 52. 53, 55 haben wir so, 56, 56 war der letzte Part. Letzter Part, Let's Go Evoli Part 56, das Ende. Damit beendeten wir ein langes Projekt. Und kurz darauf, es sollte nicht viel Pause geben zwischen Pokémon Let's Go Evoli und Pokémon Schwert. Pokémon Schwert auf meinem Kanal. Ein neues Let's Play im November, mit November. Eine neue Pokémon-Generation. Die 8. Generation in der Galar-Region. Viel wurde es kritisiert und auch gehatet. Großer Hate
ist dem Spiel entgegengeflogen, noch bevor es je released wurde, bevor es von jemandem überhaupt gespielt wurde. Zu Unrecht, wie sich später herausstellen sollte, zu weiten Teilen zu Unrecht gehasst. In, wenn ich mich nicht komplett irre, 24 Parts Ende des Jahres noch weitergeführt. Pokémon Schwert und Schild war das Projekt des Monats November. Das heiß ersehnte, heiß erwartete neue Pokémon, die neue Pokémon-Generation. Resident Evil 6, die Demo im Letztest, auch die Letztest-Tropik durfte im Dezember natürlich nicht fehlen. Aber ein großes Projekt im Dezember stand an, ein phänomenaler Adventskalender des Jahres 2019 auf meinem YouTube-Kanal mit 23 großartigen Türchen, die dieser Kalender für euch bereit hatte. Jeden Tag um 7 Uhr für euch parat, noch bevor ihr zur Arbeit geht. Hoffentlich. Wenn nicht, habt ihr es am Nachmittag gesehen. Da durftet ihr in diesem Monat Dezember jeden Tag bis zum 23. ein neues Türchen von Zwergs Adventskalender 2019 öffnen. Ein Weihnachtsspecial natürlich dann auch hintendran am 24. Dezember. Minecraft Arno, ein kleines Weihnachtsspecial. Am 26. ein Human Fall Flat Weihnachtsspecial und natürlich am 25. am ersten Weihnachtsfeiertag direkt ein langes Weihnachtsspecial. Haben wir mal mehr als eine Dreiviertelstunde das Spiel Wolfenstein 2 The New Colossus angespielt und da habe ich euch als Happy Bloody Xmas Special zu Weihnachten einen kleinen Ego-Shooter als Special gewährt. Und auch ein neues Projekt, was im Dezember nicht zu verschweigen ist, was man nicht verschweigen sollte. Resident Evil, die HD Remaster Version für den PC auf meinem Kanal gespielt, in einem ersten, zweiten, dritten, vierten und wahrscheinlich auch fünften, sechsten, siebten Part. Schauen wir mal, angespielt auf diesem Kanal. Und im nächsten Jahr dann hoffentlich auch fortgeführt. Nachricht an Zukunftszwecke. Ein neues Projekt auf diesem Kanal, was Ende Dezember dann noch eingeweiht wurde. 14.12. war der Stichtag, an dem der erste Part von Resident Evil, der erste Resident Evil Teil für den PC hochgeladen wurde. Auch sehr, sehr empfehlenswert. Also im Dezember A, der Adventskalender, B, Pokémon Schwert, C, Resident Evil. Und haben wir noch ein D? Ja, wir haben noch ein D. Die Weihnachtsspecial. Die Weihnachtsspecials. Großartigerweise. Auch noch nachholbar und anschaubar. Wirklich empfehlenswert. Und somit endete ein weiteres erfolgreiches Jahr auf diesem Kanal. Ja, ich hätte es fast vergessen zu erwähnen. Ich hätte es wirklich fast weggelassen. Man muss natürlich hier noch an einer Stelle hervorheben, besonders hervorheben. Der Adventskalender 2019 hatte natürlich viele großartige Türen, aber auch ein hervorragendes, großartiges Highlight des Adventskalendertürchens war das 22. Da mal besonders noch reinzuschauen. Da gilt es nochmal besonders reinzuschauen. Ein Interview mit dem Vorsitzenden der Humanistischen Partei, die Humanisten. Den Jan Steinhauser, mein zweites Interview in diesem Jahr. Da durfte ich den
Jan Steinhauser in einem Interview auf diesem Kanal begrüßen. Ein weiteres Highlight in diesem Jahr auf diesem Kanal. Ein großartiges Jahr geht jetzt wieder zu Ende und daher ist es jetzt Abschied nehmen von dem, was war. Und 2019 auf Wiedersehen sagen. Ja, mach's gut 2019. Im Rückblick muss ich wirklich sagen, es war ein Jahr voller Höhepunkte, voller Highlights. Ja, man könnte fast sagen, ein Jahr der Ultralative. Nein, nicht der Superlative, der Ultralative. Mit Bogen, Schwert und Schild, mit Artikel 13. Ja, vielleicht auch im negativen Sinne mit den Interviews, die ich führen durfte, mit den Zweien, mit großartigen Projekten, mit großartigen Let's Plays, mit neuen Projekten, neuen Ideen und neuen Entwicklungen. Ein Jahr, was ich wirklich abschließe und wo ich wirklich zurückblicken kann und sagen kann, ja, das war ein gutes Jahr. Da kann man voller Freude zurückblicken. Aber nach dem Zurückblicken gilt natürlich auch das Vorausblicken auf das nächste Jahr. Und ja, Artikel 13 hat uns dieses Jahr beschäftigt. Schauen wir weiter aufs nächste Jahr. Projektmäßig kann ich euch fürs nächste Jahr auf diesem Kanal noch nicht so viel verraten. Angefangene Projekte gehen dann natürlich weiter. Pokémon Schwert würde ich auch im Januar noch weiter beglücken. Resident Evil, natürlich die angefangenen Sachen. Grandest Monday. Ein Projekt darf ich euch schon verraten, das aber dann eher im Monat Juni, Juli, in den Sommermonaten, vielleicht nach der Sommerpause, bietet sich ja wieder an, nach der Sommerpause wieder ein paar neue Überraschungen als Ausgleich zu den Pausen zu bringen. Ja, ich darf es euch schon verraten. Ätna bricht aus. Ein großartiges Projekt, was ich im nächsten Jahr auf jeden Fall bringen will. Das muss dann natürlich gucken, wo es sich hinten anstellt. Projekte müssen natürlich beendet werden. Pokémon Schwert muss weitergeführt werden. Alte Projekte müssen auch abgehandelt werden. Ja, das nächste Jahr. Ich sehe es hier gerade vor mir, weil ich gerade durch meine Videos für den Rückblick ein wenig durch meine Uploads gescrollt habe. Es steht natürlich auch oben bei mir als blaues Banner bei den Kanalvideos drin. Ja, 2020 erwarten uns ungewisse Zeiten. Ja, hier steht es bei mir oben, Kappa. Artikel 13 haben wir auch noch am Laufen. Da läuft jetzt die nationale Umsetzung. Da können wir nur hoffen, dass 2020 sich alles zum Guten wendet. Und ja, mit Kopa und Artikel 13 wollen wir mal nicht zu negativ ins neue Jahr gucken. Ich bin auch optimistisch, dass sich 2020 was ergeben wird. Dass auch 2020 große neue Projekte werden kommen und dass 2020 auch wieder ein Jahr der Superlative wird. Es, wie gesagt, schon Ätna bricht aus, das kann ich euch schon fast versprechen. Ich will es euch noch nicht versprechen. Es ist also, ihr könnt darauf noch kein Gift nehmen, aber das ist das einzige Projekt, was ich euch schon als neues Projekt ansagen kann, also dafür werde ich was freischaufeln, dafür werde ich gucken, dass das nächstes Jahr dann parallel zu Deponia laufen wird. Wendes Monday. Also es wird dann der Nachfolger zu Wendes Monday werden. So viel kann ich es euch schon verraten. Und wird dann parallel mit Deponia laufen. 2020 werde ich auf jeden Fall verrückt werden durch
Ender bricht aus. Und Deponia, dein Leck wird mich verrückt machen. Ja. Da schauen wir mal, was uns das nächste Jahr verrückt machen wird. Ja. Da kann ich nur sagen, seid voller Mut, schaut positiv in das neue Jahr, seid optimistisch. YouTube hat schon einige Krisen überstanden und ja, schauen wir zurück auf ein sehr schönes, ja, ein schönes Jahr. Auch mit schlechten Themen, mit traurigen Themen, aber ein Jahr mit großen Punkten, mit großen Highlights. Und schauen wir hoffnungsvoll ins neue Jahr. Und ja, da wünsche ich euch vor allem jetzt einen guten Rutsch, guten Start ins neue Jahr. Und ja, kommt da heile rüber und man sieht sich dann auf der anderen Seite mit neuen Videos und großen neuen Projekten. 2020 kann kommen. Ich bin startbereit. Ich warte darauf. Ich bin ready to rumble. Let's go. Ja. Einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr und ja. Man sieht sich drüben. Haut rein. Auf ein neues Jahr 2020. Auf weitere großartige Projekte, auf weitere Erlebnisse, auf weitere Erfahrungen, auf weitere Tage, auf weitere Monate, auf weitere Uploads, auf weitere Dinge, die uns erwarten. Auf ein neues.